Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Trackmania 2 Stadium. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen gespielt, ohne aufzunehmen. Und habe es dann gestern Abend geschafft, die 60.000 Punkte zu zu knacken. Beziehungsweise zu überbieten. Und ja, ich sag's mal so, es war der Ranglistenplatzierung doch sehr positiv. Es war für die Ranglistenplatzierung sehr positiv. Ja, damit bin ich jetzt, gestern war es in Oldenburg, beziehungsweise im Bezirk Oldenburg, dann Platz 30. Weiß ich, ob da gestern dann noch zwei das Ganze überboten haben. Jedenfalls stehe ich jetzt wieder bei 32. Aber ist ja im Prinzip auch nicht schlimm. Wow. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Der Looping hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So. Wie gesagt, gestern die 60.000 Punkte überboten. Allerdings hat das jetzt den Nachteil, dass ich auf diesem Server hier keine Punkte mehr kriege. Das ist GameZone Stadium. Ich weiß, da habe ich gerade einen Checkpoint ausgelassen. Ich will jetzt aber erstmal gucken, wie die Strecke weitergeht. Wow. So. Ne, wie gesagt, auf diesem Server hier kriege ich jetzt keine Punkte mehr. Ich habe vorhin auch schon zwei andere Server versucht aufzunehmen, aber die hatten so derbe Pings. Da ging das Spiel überhaupt nicht. Und außerdem waren dann auch nur noch zwei oder drei Leute online. Und das macht dann ja auch keinen Spaß. So, jetzt habe ich den Checkpoint aber mitgenommen. So, hier rum. Und durchs Ziel. Wie ihr sicherlich auch hört, ich habe mal ein bisschen durch die Kommentare durchgeschaut und ich lasse die Musik jetzt einfach mitlaufen. Kann sein, dass sie jetzt in diesem Teil ein bisschen leise ist. Ich habe vergessen, davor noch reinzugucken. Ich habe ein bisschen rumprobiert mit der Lautstärke, weil ich keine Lust hatte, gegen die Musik anzuschreien. So kam mir das jedenfalls vor. Und wie gesagt, kann sein, dass die in diesem Teil ein bisschen leise ist. Ich werde das dann nachher nochmal kontrollieren und eventuell nachjustieren. Und ja, ansonsten muss ich halt mein Headset ein bisschen leiser drehen, damit ich quasi die Musik nicht volle Möhre auf dem Ohr habe. Aber das werde ich dann nach dieser Aufnahme hier mal schauen, ob das soweit in Ordnung ist. Benutzt er ja den, wie hieß er jetzt, One-by-One Player hieß er, glaube ich. So ein kleiner, schlanker Medienspieler, damit das Spiel nicht am Ruckeln ist, wie doof. Das Problem hatte ich ja, als ich Winamp laufen lassen habe. Das hat geruckelt wie doof. Weil Winamp ja, sagen wir mal, ein Player ist, der doch ziemlich Ressourcen frisst. Und dementsprechend hatte ich dann erst überlegt, mit Fuba zu hantieren, aber hab dann diesen hier gefunden, der noch ein bisschen schlanker ist. Wie gesagt, heißt One-by-One-Player. Muss auch mal gucken, wann ich diesen Teil hier rausbringe. Also, wie gesagt, gestern habe ich die 60.000 überwunden. Hab da auch einen Screenshot von gemacht und den dann bei Facebook und Twitter online gestellt. Und wie gesagt, das ist gestern passiert. Ich weiß nicht genau, wann ihr den Teil seht. Also ich nehme den jetzt am... Haben wir heute eigentlich? Heute ist Dienstag. Ja. Bin gerade ein bisschen durcheinander mit den Tagen. Und wie gesagt, heute ist Dienstag. Vorm langen Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich den heute noch online kriege. Ansonsten seht ihr den Teil dann morgen. Wow.
So, blaue Zeit. Wenn die jetzt blau bleibt, bin ich froh. Na, schade, die ist wieder rot geworden. Da habe ich den Übergang in den Looping nicht komplett vernünftig hingekriegt. So, dann zeige ich euch meine Gulf-Lackierung nochmal von vorne. Wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Lackierung. Muss aber mal schauen. Ich denke mal, für nächste Rennen werde ich dann wieder das Fahrzeug wechseln. Wollte in dieser Session jetzt eigentlich, sag mal so, 3-4 Teile aufnehmen. Und ja, ich habe keine Lust, jetzt die ganze Session mit dem Wagen rumzufahren. Weiß ich nicht warum. Aber ich liebe halt die Abwechslungs... die Abwechslung in dem Ganzen. Ah, jetzt gibt es die Strecke nochmal. So viel zum Thema Abwechslung. Nee, wie gesagt, ich mag es halt sehr gerne, unterschiedliche Fahrzeuge zu fahren. Und dementsprechend werde ich auch wohl gleich nochmal den Skin wechseln. Je nachdem, was ich da gerade jetzt so finde. Vielleicht mal was nicht-amerikanisches. Da muss ich mal schauen, was der Fuhrpark hergibt. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal irgendwie mal so einen Aston Martin oder sowas. Ich habe da ja so ein bisschen was an ja, Fahrzeugen in meinem Fuhrpark. Und ja, mal schauen. Wieso versetzt der da immer? So. Das sah schon mal relativ gut aus. So, hier früh runter, dass man hier vernünftig in den Looping reinkommt. Das hat mir ja beim letzten Mal die letzte blaue Zeit verhagelt. So, 1,7 Sekunden schneller. So. Jetzt hat er hier mal nicht so wirklich versetzt. Aber wahrscheinlich, ja, ich hatte jetzt gedacht, die Zeit würde wieder rot. Weil ich es vom Empfinden her nicht so schnell gedacht hätte. Also ich meine, da wäre ein kleiner Fehler drin gewesen. So. Na komm. 0,6 Sekunden schneller. Damit jetzt 34,06. Also 33er Zeit würde ich doch schon ganz gerne haben. So. Gut, auch wieder leicht. Na okay, das wäre jetzt ganz dolle rot geworden. Wollte eigentlich gerade sagen, eine ganz sachte rote Zeit. Aber das hat sich dann ja auch wieder erledigt. Ja, da stellt er eine Wand hin. So. Na komm, wird blau. Auch wieder so hauchzart rot. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie gedeichselt, da hinten raus noch eine blaue Zeit von zu machen. Glaub's aber eher nicht. Na, halbe Sekunde langsamer, das wird jetzt hinten raus auch nicht mehr. Da hat gerade auch jemand eine Daddy Mania Zeit gefahren. DNA Otake oder irgendwie sowas. Glückwunsch an dieser Stelle. Das war jetzt Mist. 32,973. Hm. Wie gesagt, ich hätte ja schon ganz gerne eine 33er Zeit. Das würde mir ja schon reichen. Und eine Antwort auf die Frage, warum der da immer so komisch versetzt im Looping. Wahrscheinlich komme ich da leicht quer rein. Das sah gut aus. Auch wenn die Zeit da gerade wieder leicht rot ist. So. Das sah schon mal erheblich besser aus.
Na, auch wieder rot. Was gibt's da? Aua. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. So, auch wieder leicht rot. Hier jetzt frühzeitig runter, weil ich glaube, das ist auch das, was sehr viel Zeit kostet, für diese Airtime. Ja, wieder auf blauem Niveau. Wieder blau. Jetzt noch ein Ziel retten, bitte. Dankeschön. 11 von 31. Und damit auch die 34er Zeit geknackt. So, mal hier wieder ein bisschen Schabernack treiben mit den Leuten, die hier so rumfahren. So, kann man mich dann irgendwo sehen? Ja, ich glaube, die steht da ganz links in der Ecke. Diese Animation finde ich eigentlich echt schön. Schade, dass das nicht jede Strecke hat. Manchmal ist es einfach nur, dass wirklich die einfach nur das Seitentableau angezeigt wird und ja, finde ich im Grunde genommen ein bisschen langweilig. Ich mag diese Kamerafahrten auch wie jetzt gerade. Da stehe ich total drauf. Kann man ja auch glauben mit Replays noch so ein bisschen, ja, so eine Art Filme machen. Das hatte ich jetzt die Tage bei YouTube gesehen. Da kann man doch schon sehr, sehr schöne Dinger von machen. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass das häufiger auf Strecken vorkommt, dass man sowas macht. So. Was zur Hölle war das denn jetzt schon wieder? Da war ich gerade ein bisschen überrascht, dass da sowas kam. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass man nicht aus der Steilwand direkt in so eine Schleife hier reinkommt, beziehungsweise so ein Looping. Und dann nochmal eine Steilwand. Alter Finne, was haben die sich denn hier ausgedacht? So, dritte Zeit, 36,49. Ungefähr, ja, etwas über 2 Sekunden langsamer als der erste. Aber das sind so Strecken, die muss man auch erstmal verstehen. Am gemeinsten ist noch die Einfahrt in die erste Steilwand hier. Jedenfalls, wenn man das nicht weiß. So, hier wieder runterziehen. So. Ja, 1,7 Sekunden schneller. Damit bin ich jetzt... Wow, zweiter. Nice. Aber immer noch eine Sekunde langsamer als der erste... Ne, Moment. Da hat sich jetzt gerade einer mit zwischengemogelt. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie Tomaten auf den Augen. Ne, diese Sekunde langsamer als der erste. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein bisschen was an Zeit. Das war jetzt, glaube ich, totaler Mist. Da habe ich Geschwindigkeit verloren. Auch, dass ich hier jetzt so hochgefahren bin, das war, glaube ich, ein bisschen unsinnig. Ja, kann ich mal gleich abbrechen. Oder gibt es hier wieder irgendwelche Shortcuts, die ich mal wieder nicht sehe? Bisschen was schneller bin ich geworden. Das sah schon mal ganz gut aus. Da hatte ich jetzt Angst, mal kurz die Orientierung zu verlieren. Na, ich glaube, ich habe sie verloren, weil eine rote Zeit dabei rausgekommen ist. Feuerschein-Mobil fährt auch mit. Auch das finde ich einen sehr, sehr lustigen Skin. Vielleicht mache ich das nächste Session gleich auch einfach mal mit so einem
etwas strangen Skin, der eigentlich ungewöhnlich ist für ein Rennspiel. Jedenfalls ein Autorennspiel. Ich habe da nämlich was gefunden, was doch sehr lustig aussieht. Und was irgendwie auch nicht so ganz eigentlich zu einem Autorennspiel passt. Aber lasst euch da mal überraschen. Hab da schon so eine Idee. Und da ich denke mal, dass jetzt die letzte Strecke wird, werde ich dann gleich mal eben kurz ins Menü zurückgehen. Einfach mal den Skin wechseln und dann wieder auf den Server hier. Sondern ich finde gerade einen, der mir ja mehr zusagt. Mal schauen. So. Hier schön runterziehen. Hier knapp fahren. Nein! Da bin ich jetzt aus Versehen auf die nach links Taste gekommen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Die Runde kriege ich jetzt eh nicht mehr zu Ende. Kann ich mich auch hier wieder hinstellen. Ins Sonnenlicht bis an den Sonnenuntergang. Dann könnt ihr noch ein bisschen die Golflackierung genießen. Und ja, dann noch eben kurz aufs Zeitentableau schauen. Und dann werde ich gleich das Fahrzeug eben wechseln. Und ja, ich hoffe ich mal, ihr hattet Spaß dabei. Und wie gesagt, mit der Musik, das gucke ich gleich auch nochmal eben kurz, ob das jetzt von der Lautstärke her passt. Und ich habe so auf jeden Fall das Gefühl, das müsste hinhauen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss.